Freundin ganz in Spitze gehüllt. Nur Robert Dieter, dem man das Ja-Wort hätte geben können, das Ganze musste ja einen Haken haben. Nadel hatte das Kleid nämlich nicht zur eigenen Feier des Tages an, sondern um sich als Modell auf einer Brautmodenschau zu präsentieren. Elke Büchter hat sie begleitet. Nadja Abdel-Farah als strahlende Braut in einem Kleid aus Platin für knapp eine halbe Million Mark. Nur der passende Bräutigam dazu fehlt noch. Dabei hat Popstar Dieter Bohlen, Nadels Dauerfreund, angeblich gar nichts gegen eine Hochzeit einzuwenden. Er hat mir schon einen Antrag gemacht, so ist es nicht, aber in diesem Jahr werden wir nicht heiraten. Eine Begründung gibt's leider nicht, aber Nadel hat heute sogar schon auf dem Bett einer Hochzeitssuite-Probe gesessen. Aber trotzdem hängt Dieters Ex, Verona Feldbusch, wie ein böser Schatten über Nadel. Aber damit soll jetzt Schluss sein, Nadel geht in die Offensive. Sie zog sich für den Playboy aus und hat Verona damit schon mal eins voraus. Aber die Feldbusch ist trotzdem allgegenwärtig, muss Nadel immer wieder feststellen. Frau Feldbusch wird sich noch, habe ich jetzt Frau Feldbusch gesagt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nadel nimmt so etwas zwar gelassen, aber die ewigen Vergleiche mit der Piep-Moderatorin gehen ihr trotzdem nah. Also wie gesagt, sie macht ihr Ding und ich werde meines jetzt machen, ne? Und dieses Vergleichen, das finde ich auch nicht so schön. Bohlens Dauerfreundin muss den Tatsachen allerdings ins Auge blicken. Und die besagen, Verona ist immer noch die Nummer 1. Nadel war selbst für diese Modenschau nur zweite Wahl, verrät uns der Veranstalter. Ja, wir haben bei Frau Feldbusch angefragt, bloß aber die finanziellen Konditionen, die sie gestellt hat, waren also derartig gravierend. Jeder hat seinen Preis, jeder versucht ihn zu bekommen. Wenn er ihn bekommt, bekommt er ihn von uns, konnte er ihn eben nicht bekommen. Nadels Marktwert wird wohl nur dann steigen, wenn Dieter sie endlich doch heiratet. Das passende Kleid für diese Gelegenheit hätte sie ja schon.